can imagine, was officially opened instead of March 2005. We're coming out of the forest now into a little ski village by the name of Oberau. On the left-hand side, a pretty little church on the right, where the permitting we see up to the eagle's nest again. We come in the wild, raus in a kleine Skidorf Oberau. Auf der linken Seite eine kleine Kirche mit dem Südturm wiederum und rechter Hand Wetter. Möchten sehen wir zum Kehlsteinhaus hinauf, wenn es das Wetter erlaubt, die Wolken. Wir biegen nach rechts ab, fahren dann gleich weiter zum Moosalp. Von dort führt dann eine 6,5 Kilometer lange, 4 Meter breite Straße den Berg hinauf. Die Kehlsteinstraße ist nur 4 Meter breit mit einer Steigung von 22 bis 26%, führt sie durch 5 Tunnels auf einem Parkplatz auf 1710 Meter Seehöhe. Von diesem Parkplatz führt dann ein Stollen ins Berginnere für 124 Meter zur Rundhalle. Und die Rundhalle ist dann der Eingang zu einem Aufzug, der sie im Berginnere nochmals 124 Meter direkt ins Kirchsteinhaus befördern wird. Der Aufzug ist innen total mit Messing verkleidet. Der Grund dafür, Hitler hatte Platzangst, er hatte auch Höhenangst, warum ein Gebäude ein Büro wollte, weiß ich eigentlich nicht. Die Messingverkleidung ließ den Aufzug größer erscheinen, als er wirklich ist.